Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist Freitag. Wir wollen mit Marius Prachtlachs hier. 1063 Best Prachtlachs. Morgen halbe Meile fahren. Wir greifen ihm kurz ein bisschen unter die Arme, weil die Zeit ist mal wieder recht eng und fangen schon mal an, dieses Auto zu vermessen. Also, Plan für diesem Video, Vorbereitung für die halbe Meile. Das heißt, wir müssen das ganze Auto noch vermessen. Es geht jetzt los. Wir machen als allererstes Sturz vorne. Anschließend machen wir die Spur oder die Radlast. Bei der Radlast kommt es jetzt hier drauf an, wir wollen maximal viel Gewicht vorne haben und wichtig ist, dass wir vorne symmetrisch fahren. Das heißt, als allererstes Federbeine links, rechts auf die gleiche Vorspannung einstellen, dass die Federkraft die gleiche ist, weil der eine oder andere hat das in den Videos auch schon kommentiert. Das haben viele noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Bei mir war es schon von vornherein immer so, dass es mich eigentlich ein bisschen gestört hat. Dreht man logischerweise den Federteller hoch, weil man das Auto hochdrehen will, wird die Federvorspannung auch höher, weil die Feder ist linear. Je weiter ich sie zusammenstauche, je höher wird die Federkraft. Das heißt, wir stellen beide Seiten vorne auf die gleiche Vorspannung ein. Das heißt, die Federrate ist auf jeden Fall schon mal identisch. Damit dann nur noch das Gewicht drauf identisch ist, müssen wir es über die Hinterachse einstellen am Ende. Das heißt, wir werden dann am Ende die Hinterachse so verstellen, dass es links, rechts nach vorne passend auf die Räder kippt für maximale Traktion. Und das macht Marius gerade, er bereitet es gerade vor. Natürlich soll dieses Fahrzeug neben Aero-Paket 3, glaube ich, ist es mittlerweile, noch einen neuen Unterboden kriegen. Das heißt, wir bauen einen kompletten Rahmen unter das Auto, wo dann komplett aus Alu der Unterboden rankommt. Als allererstes habe ich mir eins unserer Stative geschnappt. Weil wir müssen nämlich noch folgende Sachen machen, das mache ich jedes Mal, bevor ich loslege. Einmal mit dem Laser checken, dass alle Platten richtig stehen, alle Füße noch die richtige Höhe haben, sind nicht irgendwie einer aus Versehen links, rechts vertauscht hat. Das sieht aber gut aus, bis da hinten kann ich nämlich auch durchgucken. Die sind alle auf der richtigen Höhe. Weil die Basis für eine anständige Vermessung, jetzt in Form von Radlast, ist einfach immer, dass das Auto wirklich genau kerzengerade steht. Wenn ihr euch sowas auch selber bauen wollt, ist übrigens gar kein Problem. Keine Ahnung, Laser, ich sag jetzt mal aus dem Bauch heraus, 100 Euro, wird es aber auch für 20 Euro bei Amazon geben. Die Teile hier einfach nur Eigenbau, 25 mm Traverse, zwei Bodenplatten, eine weitere Bodenplatte, wo wir einfach nur Gewindestangen rangeschweißt haben und schon kann man das Ganze über Muttern einstellen. Easy! So! Jetzt machen wir als allererstes Sturz vorne. Sturz vorne empfehle ich folgendes mit unserem Tool. Ich könnte jetzt das Tool hier nullen und dann messen. Ist leider immer nicht ganz so genau, weil natürlich dieser Fuß noch so ein bisschen wackeln kann. Deswegen zum Sturz messen nehmen wir die Füße noch mal einmal weg und legen nur die Waage hin, weil die Waageplan auf dem Boden auf jeden Fall wenigstens gewinnt. So, dann nehmen wir unser Tool, was sich mittlerweile allzeit bezahlt gemacht hat. Gibt's bei Easy Racing. Und am allergeilsten funktioniert das halt, wenn man es wirklich auf einer schönen Fläche vorher einmal nullt. Habe ich schon ein paar Mal gezeigt, ich zeige es euch trotzdem nochmal. So, jetzt können wir ihn einfach abstellen. So, die Seite sieht doch schon gut aus. 0,1. Was machen wir beim Sturz? Wir wollen nur geradeaus fahren. Das heißt, der Sturz soll möglichst 0 sein, dass der ganze Reifen der ganzen Breite auf dem Boden liegt. So, 0,1, das kriegen wir jetzt definitiv mit dieser Sturzverstellung vom Golf, die ja relativ labberig ist, nicht besser hin. Das heißt, wir lassen das bei 0,1, das reicht vollkommen erstmal. Siehst du mal, man sieht nämlich selbst jetzt 0,9. Ich habe das auf der anderen Seite resettet. Das heißt, selbst hier ist der Boden krumm. Ja, 0,8 ist in dem Fall definitiv immer zu viel. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall Sturz nochmal 0,8 rausnehmen. Jetzt gucke ich immer einmal zur Kontrolle, zu welchen Richtung geht es jetzt gerade. Wir machen jetzt mal so, würden wir weniger Sturz machen. Die Zahl wird mehr. Das heißt, wir haben zur Sekunde sogar einen positiven Sturz. Jawohl, so zitronenmäßig. Oder habe ich jetzt gerade einen Denkfehler? Doch. Nee, ja, passt, ist richtig. Ist richtig, ne? Wenn es so, ja. Wenn es so, eigentlich müsste es jetzt ja... Wenn es negativer Sturz wäre, müsste ja, wenn ich es jetzt so rausklappe, die Zahl 0 werden. Mhm. Aber sie wird, also wir müssen mit der Oberkante rein, um auf 0 zu kommen, 0,8. So, das zeige ich euch, wie wir das machen. Hochfahren, dann null ich das Gerät einmal an der Bremsscheibe, ausgefedert. Weil man kann ungefähr sagen, dass die Sturzveränderung gleich bleibt. Das heißt, wenn ich ausgefedert an der Bremsscheibe ist, dann nulle, 0,8 reinkippe, runterlasse, passt das eigentlich ganz gut. So, jetzt nullen wir das Ganze. Zero. Ein guter Test ist immer einmal weghalten. Wieder ranhalten. So, sogar fast noch gerade geblieben. Jetzt seht ihr. Die 0,8. Jetzt ziehe ich es vorsichtig fest. Das geht einfach mit dem Schlagschrauber in dem Moment am besten erstmal. Dass man es einfach nur
leicht gegen kontert. Natürlich muss man das Ganze am Ende noch mit Drehmoment anziehen. Jawohl. Ja, 0,7 kann man bearbeiten. Jetzt, ganz wichtig. Wieder nullen. Und runterlassen. Alter. Alter, als wenn wir es geplant hätten. Ne? Und ich kann euch nur den Tipp geben, macht euch nicht verrückt, wenn da 0,1 steht. Ich habe früher auch wirklich 8-mal hin und her, bis er endlich 0 steht. Du fährst zum Event, machst das gleiche nochmal auf dem Wind und es steht eh wieder. Also 0,1 ist eine Toleranz, die ist vollkommen in Ordnung. Alleine Luftdruck etc. Geil. Das wird Mario schon mal freuen, weil dann ist das Thema jetzt schon mal abgehakt und wir können sagen, Stuarts ist gleich 0. Dann via Auto hoch und auf die Wagen drauf. So, ja, der, guck mal, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Total, ich habe übrigens das Display mal ein bisschen geändert. Total 872. Links, rechts vorne 316, 319. Jetzt muss man dazu sagen, der steht jetzt gerade so gerade, weil ich halt das Gewinde auch passend eingestellt habe. Der hat jetzt überall 6,5 cm Vorspannung. Jetzt setze ich mich aber gleich ins Auto rein und ihr werdet sehen, es passt nicht mehr. Und dann ist das Entscheidende, ob wir es über die Hinterachse hinkriegen. Wichtig dabei ist halt, wenn ich drin sitze, muss links, rechts passen. Vorne. Hinten passt es in dem Fall dann natürlich nicht mehr, aber das ist halt so wild. Ah, immer diese tiefen Sitzpositionen. Ich finde es einfach nur geil. Das heißt, mein fetter Arsch macht links 10 Kilo zu viel. Also falsch. Eigentlich sind es 20 zu viel, aber wenn wir 10 von links nach rechts kriegen, dann... Also, um das auszugleichen, müsste er hinten links höher, damit wir ihn quasi über Kreuz runterdrücken. Also schrauben wir ihn hinten links hoch, kommt er da runter. Oder Variante 2 ist, wir drehen ihn hinten rechts runter. Das geht natürlich auch. Gucken wir uns mal die Höhe an. Was hast du so, wenn du die Höhe hinten anguckst? Eher hoch oder eher runter? Also im Verhältnis zu vorne gerade? Gleich. Also ich würde fast schon sagen, hinten rechts runter. Aber wir wollen ihn eher tendenziell beim Frontantrieb nach vorne stehen haben. Ja, dann müssen wir hoch. Okay, aber dann machen wir es anders. Ich steig mal aus, dann messen wir mal einmal. Okay, auf jeden Fall links hoch oder rechts runter. Da wir die gleiche Radreifenkombi vorne hinten haben, können wir einfach so messen. 59. Ja, 60,5. Also er ist hier schon noch höher. Da Marius auch so ein optisch-Fetisch hat wie ich, würde ich ihn erstmal ein bisschen runterdrehen. Das heißt, wir hatten gesagt, ihn hinten rechts runterdrehen. Oh ja, hier steht dann noch ein Tucken höher. Okay. Das heißt, wir bocken ihn an und ich drehe ihn hinten rechts minimal runter. Ja. Muss noch ein bisschen. Aber krass, wie gerade der dann in der Summe steht. Hätte ich nicht gedacht. Beim Abarth müssen wir ihn hinten schon relativ stark verspannen, damit er vorne gleich wird. Und hier kriegen wir den ja gleich, wenn wir hier nochmal runterdrehen, wird hier auch nochmal ein bisschen weniger. Das heißt, der steht wirklich, steht gut im Futter am Ende. 60,4 zu 60,5. Es kommt natürlich am Ende noch ein Unterboden runter, logischerweise, aber der ist ja komplett symmetrisch. Das heißt, da verstellt man am Ende nichts. Also wichtig ist halt, dass nichts mehr reinkommt, was asymmetrisch ist. Meine Fingerspitzen sagen, das reicht. Da muss man sagen, da haben sich diese Wagen echt schon bezahlt gemacht. Weil ich weiß noch, wo wir das allererste Mal so ein Auto vermessen haben. Also man lernt schon echt an Erfahrung schnell zu und weiß ganz genau, wie, wo, was drehen, dass es passt. Nach vorne ist ja fast. Ja, wir haben ein Tömchen zu weit gedreht. Das heißt, wir drehen jetzt nur hinten links, ein letztes Mal, hinten links das runter, was wir gerade hochgedreht haben. So, Marius. Vorne passt auch, 340 auf jeder Seite. Oh, 339, warte, ich muss die Hand drüber bewegen. Okay. Witzig, ne? Wie das bisschen im Innenraum tatsächlich schon ausmacht. Guck mal hier, 339, 340. Krass. Wandert genau rüber, ne? Da sieht man mal, was Schwerpunkt so ausmacht. Wir haben 71% des Gewichts vorne, halt schon viel, für Traktion perfekt. Das heißt, die Vorderachse sitzt jetzt kerzengerade mit der gleichen Vorspannung, mit dem gleichen Gewicht aufliegend auf der Straße mit 0 Grad Sturz. Das heißt, mehr können wir in Sachen Traktion jetzt nicht machen. Jetzt geht es weiter mit der Spur. Dafür hole ich meinen Richtschalt. Ja. So, Doktore ist mittlerweile auch da. Heute mal mit Hose. Heute, das letzte Mal auch eine Hose. War eine Badehose. Alter, und sogar richtige Schuhe an. Alter. Arbeitshose von Herz. Gab von meiner Frau eine Ansage. So, wir haben in den Katakomben den passenden Halter gefunden bei Alos, der witzigerweise on point genau die gleiche Höhe hat wie unsere Böcke zur Rattenarmmitte. Wir haben das Richtschalt mit zwei Kabelbindern parallel an die Felge gelegt, ganz vorsichtig. Und jetzt können wir hier mit dem Zollstock perfekt messen, wie die Spur auf- oder zugeht. Das Ganze ist natürlich nur eine
Annäherung, wie die Räder stehen. Die können natürlich am Ende auch noch so parallel stehen und so parallel stehen. Aber bei uns geht es jetzt erstmal darum, dass die beiden Räder zueinander gerade stehen. Und dann gucken wir uns auch noch in Kombination dazu an, wie sie zur Hinterachse steht. Wenn jetzt natürlich die Hinterachse nach dem Zusammenbau im Auto so drin steht, was eigentlich nicht sein kann, weil Marius sich das markiert hat, verstiftet hat, also sie sitzt genauso wie vorher, dann bin ich der Meinung, wenn wir die Räder parallel stellen und sie auch parallel zu der Hinterachse stehen, was wir gut messen können, dann sind wir hier auf dem richtigen Wege. Und Oma Golf haben wir letztes Mal auch so vermessen und das hat ganz gut gepasst. Wir haben das Ganze natürlich gerade schon mal auf schnell ein bisschen vor. Wir müssen 167,7. Das ist übrigens mein Meterstrich ab der Felge. Und hier hinten habe ich noch einen weiteren Meterstrich gemacht. Hier haben wir 167,4. So, das heißt, auf 1 Meter geht die Spur 3 mm zu. Man sagt immer so als Richtwert, 1 mm soll die Felge an der Stelle zugehen. Das ist immer schon mal ein guter Richtwert. Idealerweise wollen wir natürlich Spur 0 haben bei dem Auto, weil der soll einfach nur geradeaus fahren. Wenn wir jetzt allerdings die Variante haben zwischen 0 und leicht auf oder mit Sicherheit ein Tucken zu, dann lieber ein Tucken zu. Zumindest erstmal. Also ich bin der Meinung, mit den 3 mm stehen die Räder jetzt minimal zu. Das heißt, wenn jetzt das Auto ein bisschen arbeitet und jedes Auto arbeitet ein bisschen, wird mit hoffentlich das Rad ein bisschen nach vorne gehen, die Spur ein bisschen aufgehen. Haben wir eben auch schon darüber diskutiert, ob die Spur, wenn das Rad nach vorne geht, auf oder zugeht. Könnt ihr lieben gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr, ob ihr es schon mal gemessen habt. Wollten wir eigentlich immer mal messen, haben wir nie gemacht. Ja, ich meine, Paderborn hat immer geschrieben, dass es mal simuliert hat mit Spanngurten irgendwie oder so. Geil wäre halt diese Honda Traction Bar, weil damit könnte es natürlich perfekt auf einen Vermessungsprüfstand nach vorne hinten ziehen. Ne? Also das könnten wir natürlich hier auch gerade machen, weil das Krasse ist, selbst mit unserer Konstruktion gerade, hat man gesehen, wenn man nur die Mutter anzieht von dem Spurschrankkopf. Selbst das war gerade schon ein Millimeter. Da sieht man immer mal, was einfach Hebel ausmacht. Ne? Ob das Lenkrad gerade steht, das können wir allerdings schon jetzt noch überprüfen. Marius saß gerade drin und hat gecheckt, dass es gerade ist. Und wir können jetzt nämlich Folgendes machen. Das machen wir einmal zusammen. So, das Einfachste, wie man das immer checken kann, wie die Achse zueinander steht, ist halt jetzt dementsprechend, das geht natürlich nur perfekt bei Autos, die Felgen haben, wo die Kante raussteht. Und es geht natürlich auch nur bei einer geraden Felge. Wenn die Felge jetzt 5 mm Schlag hat, ist das natürlich auch eine Nullnummer. Einfach jetzt hier anlegen, den Abstand zur Felge messen. Da haben wir hier 2,7. Jetzt machen wir das Ganze auf der anderen Seite noch. Wichtig ist immer, man muss immer mit der gleichen Seite vom Richtschalt messen. Und wir haben hier vielleicht 2,8. Soweit mein Auge das erkennen kann. 2,7, 2,8. Das heißt, ich würde sagen, wir haben jetzt gerade zumindest sichergestellt, dass das Lenkrad einigermaßen gerade steht, dass die Spur so ist, wie wir sie wollen. Und jetzt geht es weiter mit Unterboden. Da wolltest du erstmal noch ein bisschen Rahmen bauen, ne? Ja. Also Ziel ist es, unter den ganzen Unterboden erstmal einen Alurahmen zu bauen und dann möchte Marius da noch alles schön mit Platz machen. Aber das sieht er gleich. Also das ging jetzt doch ein bisschen schneller, aber wir haben es geschafft. Ja. Nein, also schneller darauf bezogen, dass wir eben gerade in dem Video noch 12 Stunden zurück waren. War wieder eine kurze Nacht. Und heute Nacht um 2 im Bett waren, ja. Also es gab schon schlimmere Nächte, es waren immerhin 2-3 Stunden Schlaf, aber wir haben es mit einer leichten Panne auf der Autobahn noch tatsächlich geschafft. So, da es jetzt aber 2 Wochen am Stück jede Nacht war, reicht es auch erstmal. Reicht, ne? Also, Auto ist ready. Unterboden zeigen wir euch gleich. Kurz noch, Aerodynamikpaket ist komplett. Das heißt, Magnesiumfelgen, 15 Zoll, Scheiben drauf, Slicks. Genau, das hatten wir ja schon, ne? Genau, das war jetzt noch altes Setup. Hinten die Leichtlauf-Eco-Reifen mit 3 Bar Luftdruck drauf, dass da das Ding einfach nur nach vorne geht. Und vorne, ich finde es optisch mittlerweile richtig geil. Irgendwie passend zu dem Auto, die Eigenbaulippe mit dem Schwert runter, ne? Ja. Und jetzt sieht man hier auch endlich mal die Betankung. So, was hat Marius die letzten Stunden noch gemacht? Du hast einmal Unterboden gebaut. Genau, also ich habe erst einen Rahmen drunter gebaut. Können wir ja mal ein Bild einblenden, habe ich ein paar Bilder gemacht. Damit ich jetzt nicht, sag ich mal, 40 Mal in den Boden bohren muss. Und dann hast du den Vorteil, du hast quasi eine gleiche Höhe, bis zumindest in Höhe Vorderachse. Und dann am Motor musst du ein bisschen Kompromiss finden. Hat dann aber den Vorteil, dass du die eigentlichen Bleche quasi nur noch anschraubst, popst, wie auch immer. Das heißt, einen Alurahmen, Gerüst drunter. Alles in der gleichen Höhe. 11 Meter Rohr sind jetzt unter dem Auto. Die haben wir noch nicht wieder gewogen. Wobei es Alu sind 40x20x2 jetzt ja nicht ganz so dramatisch wäre. Aber so habe ich auch gleich den Unterboden ein bisschen geschützt vor Steinschlägen und so weiter. Also zwei Fliegen mit einer Klappe eigentlich. Was ich ganz geil finde, ist, wir haben diesmal den Unterboden wirklich maximal tief gezogen. Also was heißt maximal tief? Eigentlich maximal hoch. Aber wenn man halt einen Rahmen runter machen will, kommt da logischerweise tiefer. Da. Ja. Dann hat sich Marius überlegt, man könnte das an den Seiten geil abkanten.
Weil jetzt sehen nämlich die ganzen Zuschauer nicht, dass hier eigentlich die 80 Ampere Akkus drin sind, ne? Weil wir auf Elektro gebaut haben. Ich habe das gleiche gestern auch schon gedacht. Wir könnten jetzt auch denken, wir haben Hybrid jetzt. Wir haben Hybrid gebaut und so weiter. Nein, da sieht man einfach mal schon mal, wie tief der Golf normalerweise ist, schon mal vom Unterboden, ne? Und hier halt die Kantung. Naja, aber das sieht doch schön geil aus. So, und von hinten sieht man jetzt schön, wie, wenn man da hinten reinfilmt, einfach ganze Unterboden glatt. Vorne am Motor mit Absicht nochmal eine kleine Welle reingemacht, aus aerodynamisch-technischen, diffusionstechnischen Gründen. Vorne ist unter dem Motor noch so eine kleine Welle drin, dass der flachste Punkt von dem ganzen Unterboden möglichst tief ist und dahinter halt der Unterdruck entsteht. Ne? Und ja, dann konnte es Marius natürlich nicht sein lassen. Hier, Räder sind auch verkleidet alles, also das ist hier... Zumindest hinten, ja. Also an der Motivation hat es nicht gelegen, denke ich. Wenn mal jetzt was nicht klappt, dann ist es halt so. Ich denke auch, wir sind ganz gut dabei. Motivation war da. Auto ist ready, wir sind auf dem Wind. Im nächsten Video könnt ihr euch darauf freuen, dass wir fahren. Aufgeregt? Auf jeden Fall, ja. Wir sind keinen einzigen Meter vorher gefahren, außer auf dem Prüfstand. Jetzt muss man auch dazu sagen, bei so einem Auto ist einfach halt auch so ein Event zum Testen da. Deswegen sind wir halt heute hier. Irgendwie muss man testen, wir können nicht irgendwie auf der Straße mit rumfahren, deswegen es geht nur auf so ein Event, das werden wir jetzt tun. Ich glaube, Ergebnis kannst du mega stolz drauf sein. Ist auf jeden Fall hier vor Ort das saftigste, auslackierteste, geilste, glatteste, schönste. Wenn er nicht schnell genug ist, kann man auch wirklich vielleicht auch noch fahren. Schnellste Fahrzeug. So ein bisschen was ist hier. Ja, Ben ist ja schon, naja. Mal gucken, wie es so läuft. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.